2021 fiel in der Steiermark der Startschuss für ein neuartiges und zukunftsweisendes Ausstellungsformat. Die Steiermarkschau widmet sich nun alle zwei Jahre den vielen Facetten unseres Landes und schließt somit 15 Jahre nach der letzten Landesausstellung eine Lücke im steirischen Kulturgeschehen. Schon bei ihrer Premiere warf die Steiermarkschau aktuelle Fragen der Gegenwart auf. An drei Standorten des Universalmuseums Joanneum in Graz sowie in dem mobilen Pavillon, der durch die steirischen Regionen tourte, konnten die BesucherInnen 2021 Einblicke in die Entwicklung und in die Zukunftsszenarien des Landes aus den Perspektiven von Wissenschaft, Kunst und Kultur gewinnen. Das Kunsthaus Graz wagte mit rund 280 Beteiligten in der Ausstellung »Was sein wird« einen Blick in die Zukunft. Und zwar aus ökologischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Sicht. Das Museum für Geschichte stellte unter dem Titel »Was war? Historische Räume und Landschaften« das Wechselspiel zwischen Mensch und Natur in den Mittelpunkt. »Wie es ist«, lautete das Motto im Volkskundemuseum am Paulustor. Dort wurden aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen. Trotz pandemiebedingten Schließzeiten ließen sich fast 100.000 BesucherInnen aus dem In- und Ausland diese erste Steiermarkschau nicht entgehen. Die zweite Auflage im Jahr 2023 greift eines der brisantesten Themen unserer Zeit auf. In der Tierwelt Herberstein und im angrenzenden Europaschutzgebiet wird unter dem Titel »Vielfalt des Lebens« der ungeheure Artenreichtum unseres Planeten aufgezeigt. Zugleich verweist die Ausstellung aber auch auf die Dringlichkeit des Schutzes dieses kostbaren natürlichen Erbes auf. Nicht zuletzt handelt es sich dabei um die Basis unserer menschlichen Existenz und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Im Zuge der Steiermarkschau 2023 entsteht in Herberstein das Haus der Biodiversität. Dort werden künftig die Wunder der Naturvielfalt erlebbar gemacht. Die Ausstellung lädt zur Entdeckung der Naturvielfalt ein, thematisiert, warum Biodiversität auch für uns Menschen lebensnotwendig ist, stellt die Rolle des Menschen im Ökosystem dar und regt dazu an, das eigene Handeln zu reflektieren und alternative Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen. 5 Außenstationen im Tierpark schicken die BesucherInnen auf die Spur der Schätze der Natur. Der architektonisch spektakuläre mobile Pavillon setzt mit der Ausstellung »Atmosphären – Klima, Kunst, Kosmos« künstlerische und wissenschaftliche Impulse und bietet ungewöhnliche Perspektiven auf Licht, Luft und Wasser. Wie bereits im Jahr 2021 stellt er mit rund 800 Quadratmetern ein besonderes Highlight der Steiermarkschau dar. Seit der Entstehung des Lebens vor rund 4,5 Milliarden Jahren hat sich eine Fülle unterschiedlicher Lebensformen entwickelt. WissenschaftlerInnen schätzen, dass die Erde aktuell von bis zu geschätzten 20 Millionen Spezies besiedelt wird. Davon sind allerdings erst rund 2 Millionen bekannt. 85 dieser Arten tummeln sich auf dem 46 Hektar großen Gelände der Tierwelt Herberstein. Auch nach der Steiermarkschau 2023 werden hier neu entwickelte Formate zur Bewusstseinsbildung einladen. Die Steiermarkschau 2023 präsentiert die Vielfalt des Lebens.